Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, das letzte Mal haben wir unser Schiffchen ein wenig umgesetzt und jetzt bin ich gerade dabei, die ganzen Materialien. Wollte es eigentlich Unsinn? Warte mal. Warte mal, da kommt mir ein Gedanke. Ein Gedanke. Und zwar war ich gerade am Überlegen, was ist denn, wenn ich jetzt hier einfach schon mal Frachtcontainer reinbaue, ne? Förderband. Ne, weiter unten. Ne, weiter oben. Da ist er doch. Ach so, da brauche ich interne dazu. Irgendwie habe ich es heute mit der Steuerung, ne? So. Ein großer Frachtcontainer. Kriege ich den da schon ran? Nee, kriege ich nicht. Doch, kriege ich? Kriege ich. Aber ist doof. Okay. Akzeptiert. Tja, da muss wohl erstmal ein kleiner Container her. Den setzen wir einfach mal dahin. Da schmeißen wir einfach dann die ganzen Materialien rein, weil die werden wir eh da brauchen. Was? Alle Komponenten erfolgreich zurückgezogen. Was ist das denn? Ist das neu? Zurückgezogen. Sagt mir so nichts. Ah, es gab ja ein Update, ne? Haben die da in der Sprache rumgedödelt, ja? So, bin damit. So krass, wie schnell das Inventar immer so voll ist. Blub, 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 voll, tschüss. Wegen 400 Motoren, weißt du? So. Gut. Soweit. So gut. Achso, das Cockpit, das lasse ich jetzt erstmal. So. So. Jetzt passe Obacht. Wir müssen auf jeden Fall dann auch einen Blitzschutz hier mit herbauen. Falls wir da Problemchen bekommen sollten. Aber jetzt setzen wir hier erstmal ein paar Blöcke weiter. Wir müssen ja hier einmal das Ding dicht kriegen. Achso, wenn ich Stahlplatten mitnehme, dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Autsch. So, wir müssen hier einmal dicht machen. Das heißt, wir gehen hier lang. Wie mache ich das hier? Hier mache ich das, glaube ich, auch so. Da gehe ich auch da lang. Tja, Freunde, das wirklich Schwere wird sein, auf der anderen Seite genau dieselbe Konstruktion nochmal hinzubasteln. Das kann ich euch sagen. Da können wir uns ja dann gleich schon mal ein bisschen dran versuchen, ob wir das hinkriegen. So, dann lass mal gucken. Unser Fuß muss auf... den schweiße ich lieber fertig. Obwohl... Ich kann jetzt Folgendes machen. Jetzt sind wir eine Station. Jetzt fallen wir nicht runter, falls der Fuß kaputt gehen sollte, weißt du? Sicher ist sicher. So. Wie weit sind wir da? Okay, das haben wir aber noch nicht so weit gezogen. Das sind ja dann... warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. 1, 2... Ne, Käse. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So.
Genau, und das ist eine Fläche, okay. So, auf der Innenseite müssen wir die hier auch machen. Kennt man ja, damit die komischen Dinger da nicht dabei sind. Diese, ich nenne es immer, wie heißt denn immer? Diese dämlichen Balken halt. Ich war ganz kurz am Überlegen, ob ich das wirklich so hoch mache oder noch ein Stück runtergehe damit. Weil ansonsten, wir sind ja dann schon ziemlich hoch, ne? Da war ich am Überlegen, ob ich dann nochmal runtergehe, dass das nur 3 hoch ist gesamt. Also hier so 1, 2, 3. Und die oberen 3 dann entferne. Ihr seht dann schon, warum. Ich muss dann nämlich noch ein bisschen zur Seite haben wir eigentlich Platz. Autsch. Weil dann geht das nämlich auch hier 3 nach unten. Also das heißt, hier kommt dann nochmal eines weiter mit. Oh, oh. Oh. Ja, ich hab's gemerkt. Danke. dann geht das noch ein Stück weiter hinter und dann ist das sozusagen der Hauptrumpf. Sprit hat's aber ratzfatz hat's den weggeballert, du. Edlilit. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus, als wenn wir da hinten so ewig hochgehen. Das mache ich gleich mal, weil dann kriegen wir gleich wieder Stahlplatten. Ist dahinter was? Nee. Halt, warte, bevor das runterfällt. Ja, ist jetzt halt ein bisschen Herumprobiererei. Dem einen oder anderen sagt das Design vielleicht nicht zu, aber am Schluss können wir gucken, wie es aussieht. Oder ich mach's ganz flach. Ne, ein bisschen nach oben müssen wir. Ein klein wenig. Weil wir haben ja hier schließlich dann noch unseren Cockpit aufbauen und ich denke mal, der wird 3 hoch. Deshalb, oder 2? 2 müsste eigentlich auch schon reichen, ne? Dann machen wir den 2 hoch. Das haben wir insgesamt 3 von da. Das sollte reichen. Ja, machen wir so. Ich werde mich heute Nachmittag wahrscheinlich nochmal kurz damit beschäftigen. Die Blaupause hochgeladen zu bekommen, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe auch schon mal in Google ein bisschen rumgeguckt, aber da auch nichts gefunden. So, jetzt dann natürlich die Frage, wie gehen wir da nach vorne? Theoretisch könnte man auch sagen, wir gehen weiter. Nee, das machen wir nicht. Dass wir hier so eine Wespentaille einbauen, ist aber eine extreme Schwachstelle beim Schiff, ne? Sollten wir nicht machen, okay. So, jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir das drüben fertig kriegen. Beziehungsweise erstmal hier und dann drüben. Zack, zack. So. Ich werde unter diesem Video noch einmal den Link für das Infovideo mit reinposten für den Server. Weil ich bekam schon ein paar Anfragen und da habe ich mir gedacht, naja, es ist doch alles im Infovideo. Haben die Leute anscheinend nicht gefunden, deshalb poste ich das jetzt hier noch einmal drunter. Und ja, das soll dann auch genügen. Weil wir waren uns einig, weil der Server, das ist ja nicht meiner. Der gehört ja der guten Unicorn. Und da waren wir uns einig, ein bisschen Eigeninitiative und Interesse sollte man schon haben. Und nicht alles vorgekauft bekommen, um auf den Server mitmachen zu können, dürfen, wollen, wie auch immer. Und infolgedessen poste ich das jetzt noch einmal und dann ist gut.
So, so und so. Weil wie gesagt, von mir aus, mir persönlich ist es eigentlich immer relativ egal. Passt das? Nee, das passt nicht. Wie alt jemand ist, wo jemand herkommt, ist mir eigentlich immer absolut völlig egal, ja. Es muss halt einfach vom, ja, vom Feeling ist ein bisschen doof gesagt, ne, aber es muss halt stimmig sein, dass man sagt, jo, alles klar, das passt. Und da rede ich auch niemanden mit rein, wenn hier sagt, nee, hat nicht gepasst, dann ist das einfach so. Und es gab auch Leute, fand ich auch ganz lustig, die waren einmal da und dann nie mehr. Und dann gab es auch Leute, denen ging es anscheinend nicht schnell genug, weil wir sind ja hier eigentlich fast als Erwachsene, berufstätig und so weiter und haben auch andere Verpflichtungen. Und wenn das dann einem nicht schnell genug geht, ja dann sorry, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Versteht man im jüngeren Alter nicht so, verstehe aber ich dafür, dass man das im jungen Alter nicht so versteht. Ich denke mal, da wird jeder, der mal jung war, wird da so seine eigenen Schlüsse draus ziehen können. Aber da appelliere ich einfach mal so ein bisschen, ne? Ein bisschen Verständnis dafür. Hier müssen noch Dinger rein. Nee, die sind noch drin. Wieso? Ach nee, hier, ne? Ah ne, das passt, das passt. Das sieht von der Farbe her nur so aus. Ein bisschen Verständnis dafür, was die Großen so machen, muss man haben. Und was wir auch nicht machen können, ist quasi, wie sagt man das am freundlichsten? Das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Wir können nicht kontinuierlich die ganze Zeit Hilfestellung leisten. Also, wenn mal einer ein Problem hat, kein Thema, da kann man mal kurzhand ein bisschen helfen. Aber dass man sich 24/7 nur um einen persönlich kümmert, das geht halt nicht, ne? Findet so nicht statt. Weil die Leute, die sind ja auch hier, um ein bisschen zu spielen, ein bisschen Spaß zu haben. Und von daher machen die halt dann so auch mal ihr Ding. So, wir sind jetzt gerade gekommen. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Ich sollte die Schrift vielleicht in leuchtendem Blau machen, so wie ein Beep, Beep. Guck mal, hier ist jemand. So, das müsste jetzt in der Theorie schon mal genauso aussehen wie da drüben. Ja, nur in der Theorie. Ich habe schon keine Stahlplatten mehr. Halleluja. Halt, stopp. Haben wir ja hier oben. Haben wir nicht. Dann kann man gleich mal gucken. 40%. Heute geht's aber weg. Oh, meine Nase kribbelt. Ach ey. Hui, 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 hui. Ah, so. Kribbeln beseitigt. Wo war ich hier unten, ne? Da. Tja, ausfahrbares Landefahrwerk kann man machen. Nur wo ist die Frage? Ich habe mir auch schon überlegt, schwenkbare Flügel zu machen. So, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Jawohl, ja. So, dann packe ich hier mal die Jungs rein. Und zwar bis, ich glaube hier, ne? Genau, hier fängt das an mit den zwei Dreiecken, okay. Also, auf der ersten oder auf dem zweiten? Auf dem ersten.
fängt das hier so an und der fängt so an. So, dann geht das so. Das müsste jetzt hier dieselbe Höhe sein. Genau. Wie weit gehen wir raus? Autsch. 1, 2, 3, 4, 5 Stück insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5. So, müsste jetzt gleich aussehen. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Jawohl, ja. Well. So, dann kommt. Nee, der ist eher so. Nee, da ist er gerade. Okay. Das heißt so. Was sind das nicht 6? 2? Nee, das sind 5. So, ich bin ja gespannt, wenn wir fertig sind, wie das Ding aussieht. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann können wir das Ding fertig schweißen. So, ein bisschen Sprit sparen hier. Sonst müssen wir gleich wieder los zum Eis holen. So, da die letzte Folge ein bisschen länger war, ich mache die jetzt mal wieder so ein bisschen angelehnt an die normale Zeit. Mal gucken. Das wird bei mir wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage so ein bisschen variieren. Es wird mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Das Übliche halt, ne? Kennt man ja. So, dann hätten wir das. Dann haben wir, wie viel haben wir da schon nach hinten genommen? 1, 2. Sieht gut aus. Hier habe ich schon überall. Nein, habe ich nicht. So, hier haben wir dann noch eine Schräge. Okay, und das geht bis runter. So, dann müssen wir die einmal drehen und drehen. So, und hier kommt dann hier die Schräge, genau. So, das ist jetzt Nummer 2. Da ist es noch einen. Und der müsste dann so für die Schräge, ne? Genau. Sicher? Nee. Die müssen weg. Und noch einer. So, dann müsste das passen in der Theorie. Sieht schon mal gut aus. Tja, Freunde, ich würde sagen, ich schweiße das hier schon mal in der Zwischenzeit fertig. Und für euch müsste jetzt, wenn ich die Zeit so begutachte, müsste jetzt eigentlich schon Schluss sein, ne? Nach Adam Riese. Weiß nicht. Sorry. Ich habe das letzte Mal nicht so hundertprozentig aufgepasst, wann ich gestartet habe. Aber naja. Kennt man ja mal länger, mal langsamer. Mal länger, mal kürzer. Ja, doch, ich glaube, das taugt so. Gut, Freunde.
Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Space Engineers. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Macht's gut und Tschüssikowski.